Schule. Thema heute: Europa. Die Schüler sollen die Namen einiger EU-Abgeordneter im Internet suchen. Chatten auf Facebook ist einfacher. Jetzt schon leider wieder los musste: Europaabgeordnete der Grünen. Da kommen wir direkt zu Ihrer Webseite. Die Europalehre am Rechner hier an der Sekundarschule Johann Christian Reil gehört sie zum regulären Unterrichtsstoff. Und das nicht nur, weil 40% der rund 400 Schüler einen Migrationshintergrund haben. Europa spielt hier eine größere Rolle als anderswo. Wir finden, dass eben auch die Schüler einfach merken sollen, dass sie nicht allein hier sind und allein gelassen werden, sondern dass wir da sind und ihnen einfach den Weg auch Richtung Europa zeigen und ihnen auch verdeutlichen wollen, wie wichtig Europa für uns alle ist. Ortswechsel, die Schulaula am Mittwochvormittag. Schüler tauschen europäische Gedanken aus. Eine Stunde zuvor hatte ihre Schule den Titel Europaschule verliehen bekommen. In der ersten Reihe sitzt Halles Europaabgeordnete. Doch was bedeutet den Schülern Europa eigentlich? Eigentlich verbinde ich damit, dass wir alle etwas gemeinsam haben. Dass wir zusammenhalten. Ja, zum Beispiel das mit Griechenland finde ich schon ein bisschen dumm, weil es wurde denen ja schon Geld gegeben. Deutschland versucht dem Land auch sehr zu helfen. Und dass die dann Deutschland kritisieren und irgendwelche doofen Geschichten wieder hochholen, wie das in den Hitlerzeiten damals, was die da jetzt alles gemacht haben. Ja, also ich mache mir schon Gedanken darum, vor allem das mit Griechenland, das hört man ja oft in der Krise. Und da mache ich mir halt schon Gedanken, wenn ich eine Ausbildung mache, ob dann auch mein Steuergeld drauf geht dann. Und wenn sich dann Deutschland noch mehr verschuldet, dann ist es halt schlecht für mich. Man nimmt es jetzt aber auch nicht so persönlich. Also man erfährt davon, man weiß es, aber man nimmt es jetzt nicht so zu Herzen. Ich meine, wir geben jetzt das mit dem Griechenland, da machen wir schon. Und wahrscheinlich reicht es dir nicht, deswegen guckt mich das ehrlich gesagt an. Es wird ja immer nur, ja, da muss man machen, da muss man machen, statt an anderen Stellen das zu machen. Europäische Gedanken mit 14, oft nur das, was sie aus den Medien hören. Immerhin machen sie sich Gedanken. Lehrer versuchen zu erklären, was wirklich hinter einer Euro-Krise steckt, warum die Staatengemeinschaft so wichtig ist. Doch es ist ein schwerer Kampf, zu den Kindern vorzudringen. Ich denke, es liegt natürlich auch mit an den Elternhäusern, wie sie auf ihre Kinder einwirken. Ohne die Eltern können wir natürlich wenig erreichen bei den Schülern. Ja, wir können ihnen das hier vorleben, wir können ihnen das erzählen, wir können ihnen das versuchen zu zeigen, wie man also auf andere Menschen, auf fremde Kulturen auch zugehen kann. Das versuchen wir ja auch immer mit unserer internationalen Klasse und auch mit den Schülern, die also neu in die Klassen kommen. Aber wichtig ist es natürlich auch nur, dass die Eltern eben auch mitziehen. Die Reilschule müht sich sichtbar, den europäischen Gedanken auch in Krisenzeiten hochzuhalten. Vorzeigemodell sind die IKLs, sogenannte internationale Klassen, in denen gezielt nur ausländische Schüler unterrichtet werden. Die Reilschule ist die inzwischen 18. Schule in Sachsen-Anhalt, die sich deswegen Europaschule nennen darf. Kultusstaatssekretär Hofmann spricht von einem Gütesiegel, das man sich erst verdienen muss. Wir wollen auf alle Fälle, dass sichtbar und deutlich wird in einem Schulprogramm, dass das pädagogische Konzept nach Europa ausgerichtet ist. Wir wollen die Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler erkennen in diesem pädagogischen Konzept. Wir wollen sehen, dass sie auch aktiv die Partnerschaften ins Ausland pflegen. Und wir wollen natürlich auch überprüfen und sehen, ob die Qualitätskriterien, die an eine Schule angelegt werden, auch in einer solchen Europaschule sichtbar und deutlich werden. Die Reilschule gibt sich weltoffen international. Mehr europäische Themen wurden ins Schulprogramm aufgenommen. Fremdsprachen werden hier stärker angewendet als in anderen Schulen. Zudem pflegt man Partnerschaften mit Schulen in Polen, Großbritannien und Armenien. Doch reicht das? Ja, klar, weil ich meine, wir bieten ja hier auch die Englandfahrten an und das hilft ja wirklich, weil man da einfach gezwungen ist, zum Beispiel Englisch zu sprechen, und das hilft ja im Unterricht alleine auch. Also ich finde es schon toll, dass die Schule jetzt diese Auszeichnung bekommen hat. Und ich glaube, sie hat sie auch wirklich verdient, weil sie auch sehr viel für uns tut, für die Ausländer allgemein, für die Deutschen. Und, ja. Die Euro-Flagge schmückt also auch künftig das Klavier der Reilschule, selbst wenn die Krise weiter kriselt. Hoffentlich bleiben noch ein paar Euro übrig, denn 2012 soll die Schule mit EU-Mitteln umfassend saniert werden. Die Saale-Messe ist Sachsen-Anhalts größte Verbrauchermesse. Alljährlich zieht sie